Also ganz kurz und knapp. Und wir haben, Priska Samani und ich haben letztes Jahr den Tanz hier für Bremen gemacht. Und uns war wichtig, halt mit den Symbolen zu arbeiten. Deswegen kriegt ihr den gleich ratzfatz hin. Und von daher ist ganz einfach, nicht? Wir fangen an, dass wir die Hände aneinander legen. Wir beugen uns und kommen dann langsam hoch. Und dann schauen wir in unseren eigenen Spiegel und sehen alle Kostbarkeiten und Schätze, die wir in uns tragen. Dann schließen wir die Knospe, kommen nach oben, öffnen die Arme und dann singt sie, ich gehe durch diese Tür. Und wieder die Frage, wofür stehst du, was ist dir wichtig? Und dann machen wir so einen Flügelschlag und dann machen wir einen Klatsch, ganz einfach. Also nochmal und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Schritte egal, Hauptsache ihr klatscht. Gut, dann habt ihr den Schritt schon drauf, dann können wir direkt weitermachen. Danach heben wir den Arm hoch. Und dann werden alle Schleier, alles, was uns nicht gut tut, die Tabus, das Alte, alles wird abgestrichen und dann in die Luft geworfen und dann wird sich gedreht. Und das abwechselnd mit den Armen, das kriegt ihr gleich ganz schnell wieder. Wie sieht's mit? Sieht super aus, auf jeden Fall. Und dann geht's darum, sie singt, you are a wonderful creature. Du bist ein wunderbares Geschöpf und dafür haben wir die Bewegung, die kleinen Finger nach innen drehen, rechter Fuß vor und mit der Ferse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mach und klatsch. Ha! Das geht auch ganz schnell. So, jetzt kommt mein absolutes Lieblings und zwar mache ich ja Glückszufriedenheitstraining und da ist mir das Wichtigste, den Leuten zu zeigen, was kannst du machen, wenn du ein Problem hast. Und das ist so wunderbar in der Musik. Und zwar kommt jetzt Madness, Wahnsinn. Und zwar, du stehst in der Mitte von diesem Wahnsinn, singt sie. Und da ist die Bewegung, dass man ganz eng am Kopf ist. Und das kennt jede und jeder. Wenn es einem richtig beschissen geht und man ganz gefangen ist, oder dann kann man nichts mehr sehen, weil der Wahnsinn einen packt. Es geht in die Ohren, man hört nichts mehr. Man kann auch nichts sprechen. Und wie kommt man da raus? Indem man das Schweigen bricht, indem man es ausspricht, indem man das sagt, indem man Abstand kriegt. Und in dem Moment, wo man Abstand kriegt, geht es vom Gesicht weg. Und sie singt in ihrem Lied, um Abstand zu kriegen, I know there's a better world. Ich weiß, da gibt es eine bessere Welt, der Hoffnungsaspekt. Dann kann man sich den Wahnsinn angucken, wie er um den Kopf herumkreist. Ne? Er ist immer noch da und dann weg damit. Danach kommt der Holy Body, mein Körper ist heilig. Dann gehen wir mit den Händen hier hin, formen das Dreieck oder ein Herz. Und dann schaukeln wir. Und ganz wichtig zu dem Thema Gewalt, zu sich selber liebevoll sein und auch zu den anderen. Die Hand an den Kopf, egal welche Seite, Hauptsache ihr haltet euren Kopf. Und danach geht es wieder in die Kraft. Dann ist natürlich wichtig, wir sind viele, deswegen geht es darum, auch in dem Lied, komm Sister, komm Brasa, komm Schwester, komm Bruder, komm mach mit. Und danach gehen die Hände hoch und dann bewegen wir die Finger, was bedeutet in allen Kulturen, wir sind viele, ach, sieht das schön aus, wir sind viele und wir tanzen gemeinsam und führen damit so einen Zungenschrei. Und jetzt hier unten, nicht, fangen wir an, unser Leben zu gestalten. Wow. Mach, was du willst, was dir wichtig ist. Bring deine Kostbarkeiten in die Welt. Gestalte es. Ja, bring es raus. Wow. Und danach kommt der Holy Body wieder. Und dann haben wir so Break the Chain natürlich, nicht? Die Fesseln, die uns packen, wir gehen nach innen, break the und bei Chain öffnen wir die Hände. Das machen wir zweimal. Wow. Und dann zu einer Seite, nicht vom Pol festfallen, und zur anderen Seite. Und nachher zum Schluss machen wir es dreimal in die Luft, aber das kriegt ihr dann mit. So, dann der Schluss, absolut wichtig. Der Schluss ist die internationale Geste. Wenn ihr
jetzt guckt auf der Welt, ist mal den Finger nach oben. Und das ist bei uns, dass wir den Finger nach unten nehmen. Und dann hört ihr, wenn das Lied zu Ende geht. Und dann heben wir ganz langsam den Finger. Noch langsamer. Und dann ist das Lied zu Ende. Und dann ist der Akzent. Ja! Ich stehe für mich auf und für alle. Ja. Also dieses innere Ja wäre schön, wenn ihr das haben könntet. So. Ich finde, das sieht hervorragend aus. Die haben alle geübt, oder? Ja. So, dann würde ich sagen, können wir direkt loslegen.